Hallo und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. So, wir sind auf unserer Insel hier, wollen uns hier die neue Basis bauen. Und ich habe hier mal so ein Moonpool-Fragment einfach hingestellt. Das ist ein bisschen kompliziert hier. Ich nehme jetzt die Folge eigentlich schon zum zweiten Mal auf. Die erste ist nämlich, naja, wie soll man sagen, ich habe den Moonpool gesetzt und der Moonpool hat mich in den Berg geglitscht beim Setzen. Und dann bin ich irgendwie in dem Berg rumgelaufen. Und dann musste ich die Folge neu aufnehmen, weil ich da nicht mehr rauskam. So, also der Moonpool ist etwas kompliziert zu setzen, deswegen habe ich den jetzt mal als erstes gesetzt. Denn was mir dabei noch aufgefallen ist, als ich hier rumexperimentiert habe mit dem Teil, das Ding hat ja Füße. Die müssen ja irgendwo draufstehen. Sonst fällt er da ins Bodenlose runter. Und deswegen würde ich den jetzt gerne mal als erstes bauen. Da brauchen wir noch jede Menge Ressourcen für. Da müssen wir mal schauen. Da brauchen wir 4 Titanbarren und einen erweiterten Kabelsatz. Schmierstoff wird kritisch. Schmierstoff wird kritisch, das weiß ich jetzt schon. So, hier unten die 2 Dinger, die bauen wir nochmal ab. Die da noch rumhängen. So. Caution. Mild dehydration detected. Fluid intake recommended. Jo. Wir sollen was trinken, das ist ein guter Plan. Ich habe hier auch einen Kaffee bei mir stehen, damit könnt ihr auch mal dran nippen. Und dann schauen wir mal, dass wir die Titanbarren und den Kabelsatz hergestellt bekommen. Für den Schmierstoff müssen wir wahrscheinlich losziehen. Den werden wir hier nicht kriegen. Ich glaube nicht, dass ich das dabei habe. Naja. Sehr schön. So, warte mal, hatte ich nicht irgendwo auch Wasser? Hat doch hier irgendwo, glaube ich, da ist doch Wasser. So. Vital signs stabilizing. So, und dann holen wir uns mal alles an Titan. Das Glas machen wir mal gerade da rein. Das Gold kann auch mal schnell da rein. So, diesen einen Pilz, der kann auch mal hier zu dem Elektro-Dingen. So. Okay, dann machen wir mal die Titanbarren. Wie viel waren das? Ich glaube 4, ne? Kann das sein? Stand da eben 4 Titanbarren und 4 Schmierstoff? Oder 3 Titanbarren und 4 Schmierstoff? 4 Titanbarren. So, es könnte, mit bisschen Glück könnte das ganze Metall reichen. Ja, müsste reichen. Das müsste gerade so hingehen. Jo, sehr schön. So, und dann brauchen wir noch einen erweiterten Kabelsatz. Dazu brauchen wir, glaube ich, einen Computerchip, ne? War doch ein erweiterter Kabelsatz. Ja. Ach, das ist der Gardena-Browser-Aufsatz. 2x Gold und ein Chip. Ein Chip braucht 2 Tischkorallen. Ein Glück habe ich die Tischkorallenproben eingepackt. Ich habe mir das nämlich schon gedacht, sowas. 2 Tischkorallen, Silber und Quarz. So, warte mal. Quarz. Silber. Eine Tischkoralle. Ich habe noch irgendwo welche. Ich habe ein paar Stück mitgenommen, das weiß ich. Aber wo habe ich die hingeschmissen? Die liegen wahrscheinlich unten im Schrank. Oder sie liegen in der Seemotte. Das könnte auch sein. Warte mal, warum gehe ich denn raus? Ich blöd, Mann. Ich wollte doch in den Schrank gucken. Da ist nix. Da ist nix. Da auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Also liegen sie in der Seemotte. Ja, dann paddeln wir mal schnell dahin. Und dann schauen wir mal da kurz in den Laderaum. Ich weiß, ich habe die mitgenommen. Irgendwo habe ich sie hingepackt. Da. Siehst du mal. Müsste doch jetzt Baupläne, Computerchip. Jo, haben wir da. Haben wir da. Und der erweiterte Kabelsatz braucht dann noch 2x Gold. Das haben wir in der Basis. Das habe ich nämlich auch extra mitgenommen gehabt.
zwischen der vorletzten und der letzten Folge habe ich die Miss Jones beladen. Da habe ich mir gedacht, nimm mal 2 Gold mit, wer weiß, wofür sie gut sind. Jetzt weiß ich es. Für den Gardena Browseraufsatz. In Fachkreisen erweiterter Kabelsatz genannt. Frage ist, wo hab ich das Gold? Da. Haha. Nein, Alu will ich nicht. So. Elektronik. Ein Computerchip. Einen erweiterten Kabelsatz. So, und dann fehlt uns doch nur noch Schmierkram. Schmierkram fehlt uns. Es ist schon wieder stockduster. Menschenskinner, hier würde doch nie hell, habe ich den Eindruck. Das kann doch alles nicht wahr sein. So, dann versuchen wir das mal alles da schon mal anzubauen. So, jetzt müssten die Materialien nämlich weg sein. Oh, der Gardena ist noch da. Gardena Browseraufsatz ist noch im Inventar. Okay, und dann würde ich sagen. Moment. Ihr habt eine Energiezelle dabei. Welcome aboard, Captain. Jo, ich würde sagen, wir tuckern jetzt einfach mit der Miss Mods in Richtung Norden. Ich weiß gar nicht, wie tief kann man denn hier tauchen? Vielleicht gibt es ja hier unten auch Schlingpflanzen. Könnte ja sein. Weiß sowieso nicht, was hier genau unter mir ist. Okay, keine Schlingpflanzen. Caution. Passing safe depth. Ah, das Grand Reef ist hier genau unter mir. Und Warper ist da unten. Okay, also wir müssen nach Norden. Wir müssen nach Norden tuckern. In Richtung Norden. Und dann mal schauen, dass wir da gleich irgendwo ein paar Schlingpflanzen finden. Ich hoffe, das gelingt uns. Notfalls müssen wir bis zur Basis zurück und dann da gerade mal den Schmierstoff herstellen. Damit wir nicht immer alles aus der Miss Jones rauskraften müssen. Das kostet ja alles Energie, ne? So, hier kommt doch schon ein grünes Biom. Guck mal hier. Hier gibt es doch bestimmt Schlingpflanzen. Hallo, Schlingpflanze? Schlingpflanzen? Da, guck da. Siehst du, alles da. So, das sind 3, 4. Können wir hier was reinpacken noch? Können wir nicht. Okay, aber eins geht noch ins Inventar. Die leuchtet, hammerhart. Ist ja krass, wie hell das ist. Also mit der Seemotte ist man wesentlich schneller als mit der Miss Jones. Die Miss Jones, die ist halt schon was älter. Die braucht ein bisschen länger. So, hier ist meine Stromleitung. Welcome aboard, Captain. Jo. So, hier. Schmierstoff. Es könnte sogar sein, dass noch ein Schmierstoff irgendwo rumfliegt. Einmal, warte mal. Alu-Tools. Ne, hier. Nein. Vielleicht im Bioschrank. Mit bisschen Glück. Ne, aber da ist noch eins von denen. Das ist schon mal gut. Da ist auch nichts. Okay, da gibt es schon mal einen Schmierstoff. Dann hätten wir schon mal 2. So. Wir brauchen
4. Okay, dann pass auf, wir machen mal gerade den Schmierstoff hier rein. Und den Kabelsatz und auch das Titan. Da können wir nämlich mehr von den Dingern einpacken. Upsala. Kopf gestoßen an der Seemotte, sowas Doofes. Macht die da für Purzelbäume? Habt ihr das gesehen? Wie die Seekuh da rumgesprungen ist, die hat Flickflack gemacht. Das ist eine komische Welt. Das machen schon die Seekühe Flickflack. So, irgendwo hier war das doch, oder nicht? Habe ich mich da jetzt irgendwie verfahren? Das ist der Vulkan. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, das reicht für zweimal. Cool. So, dann ab, zurück dahin. Dann machen wir uns schnell den Schmierstoff, packen den Krempel wieder ein und fahren wieder zurück. Das ist die Idee dahinter. Und dann bauen wir den Moonpool und dann schauen wir mal. Vielleicht sollte man noch so ein bisschen Titan einpacken, was wir so sehen gleich. Weil Titan haben wir ja nicht mehr viel. Dann können wir nämlich sonst nichts mehr bauen. Das ist dann auch blöd. So. Einmal. Dann die Sachen hier nochmal mitnehmen, alle. Sehr schön. Passt doch. Der ist leer. Der ist leer. Quarz habe ich dabei. Habe ich auch noch hinten ein bisschen Silber. Was könnte man denn sonst noch brauchen? Müssen wir gerade mal schauen hier. Maliertes Glas. Glas. Da brauchen wir überall Quarz für. Das finden wir aber auch im Grand Reef, das Quarz. Salz, Blei, Magnetit, Lithium. Ja, wir brauchen echt Titan, ne? Wir brauchen tatsächlich Titan. Muss ich die Energiezelle noch mitnehmen? Ne, komm, ich gehe lieber Titan holen. Ich gehe lieber Titan holen. So, wir müssen sowieso, wir müssen nach Süden, auf dem Weg nach Süden. Caution, calorie deficiency detected. Na, klasse. Na toll, ich finde Kupfer. Das ist nicht wahr. Oh, da ist ja noch ein Stein. Gold. In der Tiefe von 18 Metern findet man plötzlich Gold. Das ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Wir brauchen ein bisschen Schrott. Wir müssen ein bisschen Titan mitnehmen. Wir brauchen ein bisschen Titan. Sag mal, gibt's das? Wo ist denn das ganze Titan hin? Dann nehme ich halt das Ding hier. So, passt noch eins, ja. Da geht noch was. So. Den noch. Noch einen? Nee. Dann werfen wir den einen Kupfer weg. Ist mir egal. Ich hole lieber so einen Schrott hier mit. So, dann sind wir voll. Und dann können wir jetzt da hinfahren. Da müssen wir hin. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir da noch was gebaut bekommen. Ihr merkt schon, es ist mühselig, den Kram darüber zu bekommen, obwohl man relativ viel hat schon. Braucht halt unheimlich viel Ressourcen, je nachdem, was man alles bauen will. Und jetzt muss man halt natürlich dann für alles nochmal fahren, ne?
muss man jetzt für jedes Stück Metall müssen wir jetzt irgendwie losziehen mit der Seemotte. Ja, die Seemotte ist halt eben schneller, ne? Der Vorteil bei der Miss Jones ist, man muss nur einmal fahren, aber die komplett voll zu kriegen mit Titan, da bist du auch eine Ewigkeit am Farmen. Und vor allen Dingen musst du die Sachen ja dann, du musst ja jedes Mal ein- und aussteigen in das Ding und den Kram in die Schränke bringen, ne? Das kostet halt auch alles Zeit. So, jetzt bauen wir mal das Ding hier fertig. Dann schauen wir mal, wie sich das verhält. Ich gehe mal ein Stück rüber, bevor ich wieder durch den Berg glitsche. Ah, okay, der hat den ausgehöhlt und hat sich da drauf gestellt. So, warte mal. Kann ich da schon andocken, wenn das Ding keinen Strom hat? Einfach nur mal, um es zu testen. So, aber das haben wir. Vielleicht können wir ja auch jetzt von da aus irgendwie die Basis weiterbauen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich mache hier einen L-Korridor dran. Der baut den so da dran? Das muss ich mir jetzt mal anschauen. Nee, ich habe doch gedacht, dass der den so nicht da dran setzt. Aber hier würde er ihn hinbauen. Frage ist, macht das Sinn? Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Ja, ist ja gut, Lieselotte. Dann gehen wir halt schnell was essen. Immer dieses Essen und Trinken. Ich glaube, ich baue da mal einen Korridor dran und dann schauen wir mal, ob wir dann da drunter irgendwie die Platten setzen können. Oh, warte mal. Guck mal hier. Nein. Ach. So. Schwupp. Hier habe ich doch noch mehr von dem Kram irgendwo gehabt. Na, ganz links. So. Schon viel besser. Wieder hoch. Ja, zuerst halt auf jeden Fall einen Gang da dran setzen und wenn wir das gemacht haben, dann vielleicht mal versuchen, da drunter eine Plattform zu setzen. Irgendwie so auf die Art und Weise müssen wir das Pferd so ein bisschen von hinten aufzäumen hier mal. Anders irgendwie kann ich mir das gerade nicht so richtig kann ihn das rotieren. So. So, da würde er den hinbauen. So. Und wenn wir jetzt sagen, wir nehmen jetzt eine Plattform, schrauben die da so drunter. Kann ich eine Hedge bauen? Glas und Titan. Warte mal. Wir bauen mal das Ding hier ab. Wir bauen mal das Ding hier ab. Jetzt mach schon hinne. Oh. Mein Gott. So. Wenn ich den jetzt hier dran setzen will. Das würde auch gehen. Die Frage ist nur, ich hatte das auch schon mal, dass mir die Plattform
hier in das Teil hier reingeguckt hat. Und hier. Das war dann auch scheiße. Das ist auch kacke. Mann. Das kann doch nicht sein. Kann ich den nochmal abbauen? Oh nein. Ah. Ah, es ist nicht wahr. Angebrachte Komponenten müssen zuerst dekonstruiert werden. Das heißt, ich muss den ganzen Moonpool wieder wegmachen. Es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Ein Glück, dass man die Materialien wieder zurückbekommt, ne? Jetzt wärst du schön gelackmeiert. So, wenn ich jetzt den Moonpool baue. Wenn wir den da hinbauen, dann könnten wir auch hier. Komm, wir bauen den mal dahin. Pass auf, wir bauen den jetzt mal dahin. War ein bisschen anders. So ein bisschen Platz verschaffen hier. So. Und dann bauen wir zuerst einen Korridor hier oben dran. Oh, sag mal. Wo ist mein Korridor jetzt? Da. Den machen wir nochmal weg. Machen den nochmal weg. Boah, ist das kompliziert heute, ey. Machen den auch nochmal weg. Wir müssen ein bisschen Platz lassen zwischen dem. Zwischen dem Korridor und der Basis. So. Machen wir da noch einen dran. So. Und dann können wir uns hier sozusagen austoben. So würde das funktionieren. Dann müssen wir uns halt bei Gelegenheit mal einen Terraformer herstellen. Damit wir hier, das hier sieht natürlich auch stylisch aus. Ich hoffe, ich glitsche hier nicht irgendwie mal durch die Map oder so. Ach, hier ist noch die Kollision an. Das müsste nach dem Neuladen vom Spiel, müsste das hier eigentlich weg sein. Da müssen wir uns nur mal einen Terraformer bauen, dass wir hier ein bisschen aushöhlen können. Damit wir hier vernünftig mit der Seemotte reinkommen und nicht jedes Mal hier auf den Boden aufklatschen. Aber irgendwie so auf die Art. Und ich hoffe, das funktioniert so, was ich hier vorhabe. Und ja, in der nächsten Folge bauen wir hier auf jeden Fall weiter. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Bis demnächst. Und tschüss.